Moin Leute, heute ein neues Video. Ihr habt schon am Titel gesehen, ein Unboxing. Und zwar habe ich mir am Black Friday eine neue Kamera gekauft, und zwar die Sony A7 IV. Und das ist das gute Stück. Und ja, ich will sie mal zusammen mit euch auspacken. Ich habe mich hier für das Kit entschieden. Da ist dabei das 2870. Ja, warum habe ich mich für das Kit entschieden? Kurz einfach nur zur Erklärung. Mir hätte auch die normale A7 IV gereicht, aber ich habe am Black Friday ein so gutes Angebot für das Kit hier bekommen, dass ich gedacht habe, komm, dann nehme ich auch das Kit. Außerdem ist die A7 IV meines Wissens noch nicht lieferbar alleine. Zumindest war es am Black Friday noch so. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht. Aber nach meinen Informationen sollte die erst Mitte Dezember zur Auslieferung bereit sein. Und das Kit war hier am Black Friday sofort versandfertig. Heute ist sie angekommen und ich freue mich, sie auszupacken. Und deshalb gehen wir jetzt auch mal direkt rein ins Unboxing. Wollen wir mal das Siegel, was hier noch schön drauf ist, einmal öffnen. Ganz vorsichtig natürlich. Zack. So, dann wollen wir mal gucken, was hier alles drin ist. So, zunächst natürlich irgendwelche Garantiekarten. Dann so ein Päckchen hier. Wollen wir mal einmal aufmachen und gucken, was das ist. Ein USB-C Ladekabel, ganz normal. Ja, nichts Spektakuläres. Legen wir erstmal zur Seite. Weiter geht es. So, was haben wir dann? Einmal Netzteil für Deutschland und dann einmal ein Netzteil für den Gebrauch im Ausland. Dann gibt es hier noch, ich zeige euch das einfach mal in diese Kamera, hier noch diverses Handbuch und Garantieinformationsmaterial. Ja, der Help Guide noch einmal. Aber das ist alles nicht so richtig spannend. Und das einfach mal hier zur Seite legen und einfach mal weiterschauen, was haben wir hier drin. Ja. Nochmal ein Papierchen. Also es gibt auf jeden Fall ausreichend Papierchen. Und dann gibt es den Alpha 7 Mark IV Gurt. Ja, mal nochmal einmal auf. Mal gucken. Mal einmal schauen, wie der aussieht, damit ihr den auch mal gesehen habt. Wollen wir den Karton mal kurz zur Seite stellen. Ja, eigentlich ganz hübsch. Hier schön der Sony-Schriftzug einmal zu erkennen. Hier oben auch noch mal einmal der Sony-Schriftzug zu erkennen. Und dann haben wir hier eingestickt Alpha 7 IV. Ja, ob ich den verwende, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Bei den Nikon-Modellen habe ich mir den jetzt dran gemacht. Bei der Canon M50 habe ich den nicht dran. Ja, die Z6 hat den dran. Vielleicht kommt an die A7 auch eine normale Handschlaufe. Müssen wir mal schauen. Weiter geht's. Alles auch schön in der Packung noch verpackt hier. Das ist der Akku. Ja, ich zeige den auch einmal hier in die Kamera. Hoppala, seht ihr den? Ja. Also die ganz normale, ach, jetzt war der verkehrt rum.
ja, die ganz normale Sony-Batterie, die jetzt ja mittlerweile in allen neueren Kameras drin ist. Was haben wir hier noch? Auch alles schön in diesem Tütchen verpackt, das gefällt mir doch ganz gut. Ja, Sony-Ladekabel, das oder der Ladeadapter, das Netzteil im Prinzip so ein bisschen. Ja, das ist immer ein bisschen schade, dass Sony jetzt nur noch sowas dabei legt. Da kommt dann das hier hinten einfach rein und dann geht das mit dem USB-C-Kabel dann ja, direkt in die Kamera im Prinzip. Dann hat man hier so ein, ja, so sieht das dann aus im Prinzip und dann geht das direkt in die Kamera rein. Ja, finde ich jetzt ein bisschen schade. Bei dem Preis der Kamera hätte ich ehrlich gesagt doch erwartet, dass man da einfach auch ein Netzteil zulegt. Ein klassisches, so wie Nikon das macht, so wie Canon das macht. Und eigentlich auch alle anderen großen Hersteller, von denen ich jetzt Kameras habe. Und dann kann man den Akku einfach in einem normalen Ladegerät laden. Also das ist, finde ich, jetzt so eine blöde Kombination. Ja, da muss ich mir jetzt noch ein Ladegerät kaufen, weil diese Kombination, das ist einfach nicht so richtig schön. Wenn man dann mal irgendwie doch mal eben schnell einen Akku lädt, dann lädt man den ja nicht in der Kamera normalerweise, sondern den lädt man ja schon eher dann in einem Ladegerät. So, weiter geht's. Hier haben wir dann das Objektiv. Ja, hier ist es. Mit beiliegender Gegenlichtblende. Oh, der Deckel hier hinten sitzt auch sehr, sehr lose drauf, aber das stört jetzt nicht weiter. Packen wir mal hier so ein bisschen zur Seite eben, damit wir hier wieder ein bisschen Platz haben. Also, das ist jetzt hier das ganz normale Kit-Objektiv. Ich zeige euch das nochmal hier in die Kamera rein. Das ist das 28-70. Ja, sieht gut aus. Bisschen dreckig vorne schon. Bisschen Staub drauf. Ja, hat jetzt eine variable Blende von 3,5 bis 5,6. Ein 55er Filterdurchmesser. Viele kennen das vielleicht auch von euch schon. Ja, das Schöne ist, es ist relativ kompakt und auch wenn man hier zoomt, ihr seht das jetzt hier, es fährt nicht wirklich weit raus. Ne? Also es ist wirklich minimal hier vorne, die Bewegung. Das ist natürlich ganz nett. Die Drehräder sind hier, die Einstellringe sind hier ganz gut zu bedienen. Der Zoomring ist schön fest zu bedienen. Der Ring für den Fokus, ja, angenehm leichtgängig, würde ich sagen. Gucken wir noch einmal hinten drauf. Ich finde immer diese E-Mount-Deckel, die halten irgendwie nicht so richtig gut. Ja, sieht gut aus. Nichts dran. Klassisches E-Mount-Objektiv. Ja, viele sagen, es ist nicht ganz so gut von der Qualität her. Nee, ist es wahrscheinlich letztlich auch nicht. Es ist kein 24-70 von Sony. Die haben ja auch sehr gute Varianten, 2840. Ja, aber ich denke ganz ehrlich, so für mal immer mal so im Rucksack, es ist einfach sehr klein und kompakt und die 24-70er sind einfach nochmal deutlich größer. Und nur für Landschaft, wenn man jetzt wirklich nur Landschaftsaufnahmen machen möchte und dafür würde ich es jetzt letztlich zunächst mal primär benutzen, dann ist das, denke ich, auch in Ordnung. Ne? Einmal nochmal die Gegenlichtblende drauf. Ja, dann ist das immer noch echt schön klein und handlich. Ich zeige das hier nochmal einmal rein. Das sieht immer noch ganz nett aus, immer noch klein und handlich hier. Und im Prinzip, ja, eine nette Linse, ne, für immer dabei. Ja, wird dann irgendwann mal ersetzt durch einen 24-70 Blende 4 oder 2,8, das muss man dann sehen. Kommt immer so ein bisschen auf den Anwendungsbereich an. Das Einzige, was ich hier ein bisschen schade dran finde bei dem Objektiv, ist letztlich, dass es nur bei 28 oder erst bei 28 mm losgeht. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen schöner vorgestellt. 24 wären da doch schon die bessere Wahl gewesen. Also so ist es einfach, ja,
ist es einfach nicht ganz so schön, ne? Denn wenn man Landschaft macht, man möchte möglichst weit, dann sind 28 doch schon ein bisschen wenig. Aber für den normalen Anwendungsfall sollte es wohl genügen. Kommen wir jetzt zu dem, worauf wir alle gewartet haben, dem Kamerabody. So, holen wir den mal hier raus. Ja, richtig schön gut hier eingepackt. Dann machen wir hier mal ein bisschen Platz. Ja, das ist das gute Stück. Auch hier in so einem, ja, man weiß gar nicht genau, was es für ein Material ist. Stoff, Papier, ist auch egal. Letztlich gut geschützt. So, und hier kommt sie zum Vorschein. Ich zeige euch die direkt mal. Ja, Sony A7 Mark IV. Ja, das ist sie. Einmal, damit ihr sie auch einmal von allen Seiten so sehen könnt. Also wirklich eine, nochmal in die Kamera, wirklich schöne Kamera. Und was direkt auffällt, sie liegt sehr, sehr gut in der Hand. Also ja, die Knöpfe doch gut zu erreichen alle. Auch die Einstellräder sind hier gut zu erreichen, gut positioniert. Das fällt direkt mal positiv auf. Dann haben wir hier noch dieses, hier oben, dieses neue Rad. Das kann man hier mit der Taste dann auch verriegeln. Oder aber auch entsperren und dann kann man es entsprechend frei drehen. Das ist eigentlich ein ganz nettes Feature. So hat man wirklich jetzt drei Räder und hier hinten noch zusätzlich dieses, ja, von Sony bekannte Drehrad. Dann hat man im Prinzip vier verschiedene Räder und kann hier wirklich jede Belichtungsfunktion zuordnen. Das ist natürlich echt super. Da kann man dann wirklich Blende, Belichtungszeit, rein theoretisch ISO noch verstellen und dann könnte man sogar noch Belichtungskorrektur auf eine der Tasten legen. Also das ist wirklich hervorragend. Was mir auch ganz gut gefällt ist, ich hoffe man sieht das hier immer so ein bisschen, es gibt jetzt hier diesen Switch für Video und da muss man dann einmal drauf drücken und dann kann man da so rüber switchen. Das ist eigentlich auch eine ganz feine Geschichte. So hat man dann keinen Modus mehr für Video, sondern es ist ein bisschen mehr wie bei der Nikon. Es ist nicht ganz so leichtgängig. Man muss wirklich diesen Knopf hier oben drücken und dann kann man das verstellen. Ja, ist aber okay. Das Modus-Wahlrad, ja, geht angenehm, nicht zu leichtgängig, aber das ist natürlich hier, ich hätte mir jetzt schon gewünscht, in der Preisklasse kann man das eigentlich auch erwarten. Ich zeige das hier nochmal in die Kamera, ich hoffe, die fokussiert das immer richtig. Das ist natürlich nicht zu verriegeln hier, sondern das ist einfach frei drehbar. Ja, das ist, finde ich, jetzt nicht so gut. Nikon macht das da einfach besser. Die haben auch bei der Z6 hier so ein Wahlrad zum Verriegeln und das ist einfach natürlich schöner, dann verstellt man sich nicht irgendwie unabsichtlich mal. Dann hier hinten das Display jetzt mittlerweile auch voll nach vorne zu klappen. Das ist natürlich wirklich schön. Ja, komplett rotierbar und dann kann man es entsprechend hinten reinklappen oder aber man dreht es dann und dann kann man es eben auch so reindrücken und dann hat man quasi hier auch entsprechend den Schutz, dass man sich das Display nicht verkratzt. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Auch der Joystick macht hier so auf den ersten Eindruck wirklich einen sehr guten Eindruck. Die Kamera fühlt sich definitiv, also wer eine Sony A7 S3 kennt, der kennt diesen Body ja hier. Das ist im Prinzip ja der Body von der Sony A7 S3. Und der ist noch mal deutlich schöner geworden als der Body von der A7 III. Also wer die A7 III kennt, der weiß, der Body war relativ klein und der liegt jetzt hier wirklich satt in der Hand. Ich mache mal einmal das Objektiv drauf hier. Ja, Sensor sieht auch sehr, sehr gut aus. Einmal mit Objektiv drauf. Jetzt hier nichts, genau. Ja,
das rastet auch satt ein hier. Ja, also wirklich, wirklich eine nette Kombination. Und das ist so vor allen Dingen noch so, ja, absolut hüfttaschentauglich. Und das ist vor allen Dingen auch nicht zu groß, ne? Das muss man ganz klar so sagen. So, jetzt habe ich keine Speicherkarte hier, aber die Batterie. Also hier einfach mal, das ist jetzt natürlich einfach eine Gewöhnungssache. Bei Sony muss man es dann manuell verriegeln, aber wir sehen das jetzt, wenn ich mir das hier angucke, auch schön abgedichtet. Also da ist auch so eine, das ist so eine Gummidichtung auch drum, ne? Und dann kann man das hier hoch und dann manuell verriegeln. Ja, das gefällt mir zum Beispiel bei Nikon und Canon auch besser. Warum kann man hier hinten nicht noch eine Feder einbauen und das Ganze dann entsprechend, oder meins ist hier kaputt, nee, aber ich gehe mal davon aus, der hat einfach keine Feder. Ja, warum kann man das nicht mit so einem Federmechanismus machen, dass man es einfach nur noch reindrücken muss hier und dann geht er automatisch zu, ne? Gut, jetzt muss man es halt manuell verriegeln, ist jetzt kein Beinbruch, sind einfach so Details, ne? Gucken wir noch einmal ins Speicherkartenfach hier rein. Wir haben jetzt ja hier, na, wie kriegen wir das auf, nach hinten ziehen und auf. Wir haben jetzt zwei verschiedene Steckplätze jetzt letztlich. Seht ihr das? Ich hoffe doch ja. Einmal für den CF Express Typ A. Und dann haben wir noch, also der ist ja jetzt Doppelfunktion, ne? CF Express passt da rein und SD. Und dann haben wir einfach den zweiten, das ist nochmal ein normaler SD-Kartenslot. Also das finde ich wirklich gut auch. Da hat, und das ist übrigens jetzt hier schön, weil das ist hier nämlich mit so einem Federmechanismus gelöst. Ne? Also das ist einfach super und auch, das, auch die Tür hier, die sieht einfach auch vernünftig wertig aus. Da sieht auch zumindest so ein bisschen abgedichtet aus. Also ja, sicherlich... Ja, habe ich vielleicht noch mehr Vertrauen in die Nikon, aber ehrlich gesagt ist das schon hier auf recht wirklich hohem Niveau. Was mir auch gut gefällt, sind jetzt hier mittlerweile diese Klappen. Das war vorher bei Sony immer so fummelig irgendwie und jetzt haben wir hier ganz normal zu öffnende Klappen und die öffnen dann auch schön und sauber und da haben wir hier zum Beispiel den großen HDMI-Port. Wenn man extern aufnehmen möchte, wirklich, wirklich gut. Und hier oben können wir dann auch ganz normal öffnen für Mikrofonanschluss. Ich zeige euch das sofort. Ich mache das nur mal einmal alles auf hier. Also die Klappen gefallen mir wirklich gut. Und dann haben wir noch Kopfhörer und USB-C und den normalen USB-Anschluss. Seht ihr das? Ich muss immer so ein bisschen gucken hier, ob ihr das auch vernünftig seht. Also Kopfhörer, Mikrofon. Und dann eben die beiden USB-Anschlüsse hier unten noch. Ja, also diese Klappen machen definitiv einen sehr guten Eindruck. Ich finde auch wirklich gut, dass man das Mikrofon hier noch separat öffnen kann letztlich. Ne, durch so eine Mini-Klappe hier, das kann man also immer dann noch separat aufmachen. Wenn man das jetzt nicht mit Kopfhörer monitort oder so, dann hat man da nicht alle Ports freiliegen. Das ist auch schon ganz nett eigentlich. Ja, noch ein bisschen was zur Kamera selbst, was mir jetzt so direkt im ersten auffällt, und da kann ich tatsächlich nur sagen, schön auch hier das Layout hier oben mit dem C2-Knopf und hier der Rack-Knopf, den kann man sich sicherlich, wie ich hörte, auch noch customizen. Was mir jetzt so ein bisschen fehlt, ist hier vorne, bei der Nikon bin ich gewohnt, dass hier noch so zwei Function-Buttons einfach sitzen, neben dem Objektiv. Das finde ich eigentlich ganz nett, weil da kann man mal schnell eben noch was verstellen mit den beiden Fingern hier. Das funktioniert leider hiermit nicht. Aber man hat hinten da noch einige Function-Buttons. Wir haben hier oben noch den C3. Wir haben hier noch den C1. Gucken, ich komme hier noch ein bisschen näher ran. C1. Wir haben da dann den AF-On-Button. Hier unten können wir auch noch was customizen. Also das ist schon alles ganz nett geworden. Und insgesamt, ja, muss man halt gucken. Eine Sony muss man sich konfigurieren, aber die Buttons, so wie die jetzt sind, sind die wirklich gut zu erreichen. Insbesondere der Joystick,
Das gefällt wirklich, wirklich gut soweit. Ja, ich würde sagen, das jetzt erst einmal zum Unboxing. Im Prinzip habt ihr jetzt einen Eindruck bekommen. Und ja, ich denke mal, ich werde die Kamera jetzt mal einrichten. Ich habe jetzt hier keinen externen Rekorder, mit dem ich HDMI jetzt aufnehmen könnte. Deshalb macht das Einschalten und Konfigurieren nur so bedingt Sinn. Aber es wird dann noch ein weiteres Video geben, wenn ich die Kamera eingerichtet habe. Und dann werde ich euch doch einiges dazu erzählen. Ja, aber insgesamt, also diese Kamera macht wirklich einen sehr, sehr wertigen Eindruck, das muss ich schon sagen. Das Gehäuse hier fühlt sich alles gut an, fühlt sich wertig an, stabil an. Also da hätte ich jetzt auch, glaube ich, keine Bauchschmerzen. Okay, mit dem Objektiv hier vielleicht, das ist hier nicht mit einer Gummirille, mit einer Gummilippe abgedichtet. Also da hätte ich noch am meisten Zweifel mit dem Objektiv vielleicht, aber ansonsten würde ich, wenn ich da jetzt ein 2470 4.0 oder auch ein 70-200 4.0 oder 2.8 oder sowas, die sind ja dann entsprechend abgedichtet, wenn ich sowas dann verwenden würde, hätte ich tatsächlich auch keine Bauchschmerzen, mit der im Regen zu fotografieren. Und von daher, ja, also was ich sagen kann vom Unboxing, ich bin wirklich zufrieden. So ungefähr hatte ich mir die Kamera auch tatsächlich vorgestellt. Und das ist wirklich eine Sony, die mal gut in der Hand liegt. Ich hatte das ja auch in meinen vorherigen Videos immer so ein bisschen kritisiert, dass ich gesagt habe, Mensch, Sony ist nicht so meins von der Bedienung. Und ja, ich werde da definitiv nochmal ein Video zu machen, wie es bedienungstechnisch dann letztlich läuft. Ich werde versuchen, mir die so nah wie möglich an die Nikon Z6 zu konfigurieren, dass die Umstellung da nicht so groß ist. Ich bin sehr gespannt auf die Performance des 33-Megapixel-Sensors, den wir hier drin haben. Und ich weiß, ja, das werde ich mit dem Objektiv hier nicht ausreizen können. Deshalb habe ich auch schon ein weiteres Objektiv bestellt. Das packe ich jetzt aber nicht aus. Ich kann es euch aber einmal kurz zeigen. Es ist ein, ich halte es mal hier in die Kamera, 35 mm 1.8 Vollformat Objektiv für Sony. Das habe ich mir so gekauft als immer drauf Objektiv. Ach komm, packen wir es noch einmal kurz aus hier. Dann seht ihr das auch noch einmal gleich. Das machen wir jetzt ein bisschen schneller. Das ist hier letztlich verpackt in so einer Noppenfolie oder was das ist. Ne? Ja. Voilà. Auch wieder mit Gegenlichtblende. Und bei dem Objektiv gefällt mir persönlich, wir haben hier den Focus-Hold-Schalter, den können wir halt programmieren und wir haben dann hier auch wieder den Manuell- und Autofokus-Switch. Ansonsten ist es auch ein nettes Objektiv. 55er Filterdurchmesser auch und 35-1.8. Ich habe gehört, der Autofokus soll sehr, sehr schnell sein. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das dann tatsächlich in der Praxis ist, wenn man mit dem Autofokus das erste Mal arbeitet. Ja, siehst du, jetzt kriege ich hier die doch so. Also, macht auch einen sehr, sehr guten Eindruck hier, das 35-1.8. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Linse, so was die Qualität angeht. Da hat sich Sony nicht lumpen lassen. Und das wird so das immer drauf Objektiv sein. Und ich denke, damit kann man dann auch wirklich, das soll ja auch sehr, sehr scharf sein, damit kann man dann, glaube ich, auch wirklich ganz gute Aufnahmen erzielen und dann auch mal wirklich die Qualität dieses 33-Megapixel-Sensors hier mal ausreizen. Das soll es dann auch erst einmal gewesen sein für dieses Unboxing. Jetzt habt ihr sogar noch meine zweite Sony-Linse gesehen, die ich mir für diese Kamera schon besorgt habe. Ja, als nächstes wird kommen ein 70-200, weil ich habe mir die Kamera hauptsächlich für die Hundesportfotografie gekauft. Wegen des sehr, sehr schnellen Autofokus. Und dann wird es natürlich entsprechend auch noch Reviews dazu geben. Da werde ich dann berichten. Wenn ihr Fragen zur Kamera habt, die ich beantworten soll, dann postet die gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn da genug Fragen zusammenkommen, mache ich auch gerne noch mal ein Video dazu.
und dann kann ich auf die Fragen noch einzeln eingehen. Ansonsten hoffe ich, das war halbwegs interessant für die Leute, die sich so eine Sony kaufen wollen. Das war jetzt nur ein wirkliches Unboxing und mein einmal erster haptischer Eindruck. Auf Features und so weiter gehe ich da nochmal gesondert ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!